Hallo und herzlich willkommen hier. Zweite Folge hier, in Thüringen. Dritter Versuch. Ja, schick mal Richtung Feld 6. Düngemission. So. Und ja, folgendes. Mit diesem Traktor. Und die Schneefräse lässt sich nicht mehr abhängen. Wenn ich das machen will, gibt es ein ja, Rulerfehler. Und dann stürzt die Sache ab. Ungünstig, aber ist halt mal so. Ja, dann nehmen wir halt einen anderen Traktor, wenn er nicht so wählerisch. Geht da um eine Seemission. Ja, wie ihr gesehen habt, Schnee ist gerade weggetaut. So, wusste ich gar nicht, wo die Seemaschine ist, wahrscheinlich am anderen Ende. Muss man idealerweise den Dünger rausnehmen. Ja, erstmal tanken, ne? Ja, Nebel. Ja, da ist ein langer Winter und mit viel Schnee und kurzen Unterbrechungen ist vorbei. Ja, Kühe haben Keller bekommen und die Mission gestern mit der Butter hat gereicht. Die Menge. Und die erste Milch, neu frisch, wurde auch schon verteilt. Knapp 20.000. Ja. Das ist so nicht schlecht, ne? Ja, Kälber, ich glaube 47 männlich oder umgekehrt irgendwie, also auch, ja, ganz ehrlich, die anderen Tiere, die 160, die will ich ja bald verkaufen, sollten dreiviertel Jahr alt werden. Die Maschine müsste da hinten irgendwo sein, also noch nicht, also Grüße im Herbst. Schlachthof haben wir hier so in dem wir nicht, aber das ist auch halt mal so, ne? Wir müssen halt den Preis, was wir die Tiere kriegen, halt auch zurechtkommen, ne? Kommen wir auch, kein Thema. So. Das kann kein großes Feld sein. Muss mal gucken, dass das da irgendwie. Keine Seemaschine ist der Dings da, ja, der Dings da. Enge, kurze. Ballenpresse. Ja, unsere eigenen Felder müssen ja nicht gedüngt werden, dann ist ja alles fertig. Wird nur halt. Ja, Mission halt machen, ne? Als und dann Begrabung bedient wird das nächste. Ja, immer liegen das nicht die gute Stelle. Vielleicht gibt es ein Update. Ich hoffe. Können wir auch die große nehmen, die ist ja eh ohne Sargut, ne? Wird ja wohl alles vorbereitet sein, ne? Mal gucken. Die 100. Die 115 ist 15 oder 15. Schon passt da. 16 da, 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 da. 18, 17. Ne, 18, 17. Oh Gott, ein Zwergenfeld. Ja, da oben. Aber wenn wir hier ein bisschen aufpullen, ne? Sagt gut, wird nicht reichen. So. Eifhaus müsste eigentlich fast alles. Oh je, doch mal hier. Fast alles leer sein.
Was ist eigentlich eine Frucht? Das ist doch Dünger, ne? Muss Dünger sein. Kalk und Mischfutter. Mischfutter kaufe ich jetzt containermäßig jetzt mal einen Händler. Könnte man auch jetzt. So. Fährt Nummer wo? Ja, da oben 115 würde ich meinen. Die 64 ist auch zum Düngen. Fährt aber noch. So. So. Ich muss um die Arbeit kümmern, die wir anderen nicht machen kann, ne? Das wird leider so. So. Kühe hat noch genug Futter gehabt. Alles voll. Der andere fährt auch gar nicht mehr. Ja, alles auf einmal geht ohne, ne? So. Ja, wie gesagt, was da oben für ist, Error, das kann ich mir nicht erklären, weiß ich nicht. Vielleicht weiß ich auch von euch das. Der andere Fehler bekam. Nicht mit Cosplay, aber ich kann es mir auch nicht erklären. Strohball in der Erde schon. Ist halt mal so, ne? Ist er angekommen? Ja, wahrscheinlich. Ich habe es nur gehört, nicht gesehen. Die müssen wir mit Angestellten arbeiten können, das wäre es perfekt, ne? Der sich um sowas kümmert halt, ne? Das wäre theoretisch, man muss es nur wollen, ne? Der gleichzeitig die Kühe kümmert und die BGH. Wir wollen ja noch was lassen für den 25er, ne? Heute habe ich wieder mal so gehört, dass man mit 62 in Rente gehen kann. In Österreich. Also mit Abzüge. Ob ich das kann, wenn es soweit ist, ist mal fraglich, ne? Da muss man sich überlegen. Wenn das gehen würde, was bei mir ist das Problem, dass ich die Arbeitsjahre in Österreich nicht habe. So. Das wird das ein bisschen. Ja. Fraglich. Vorgewendet scharf. 3. Und. Zurück. Ersten Weg von der Politik machen. Sonst. Dann soll ich jetzt zwar Quatsch, aber. Das ist halt dran, ne? So, der war eh leer. Und den noch eine Runde fahren. Das ist alles, ne? Und
hier ist es auch schon. Ja. Und wenn der leer ist, hier ist noch Saatgut. Also da können wir zur Not, wenn wir es brauchen, aufverwenden. Und hier ist das hier Saatgut für Gewächshaus. Entschuldigung. So. Wo ist der andere? 115 ist schon da. Das ist 5. Ah, da, da, da. Du, was soll er rein? Das ist wichtig. Was soll er rein? Am besten mal das gleich machen, ne? Sonst ist mal ich vergesse das meistens und dann ist es ein Effekt, ist es dann irgendwas, was nicht sein soll, ne? Hafer. Kann der andere auch? Ne, das kann nur Hafer. Ist ein blöd geformtes Zelt, aber man sieht, das geht. Erst Regpunkt, das ist wichtig. Gut. Gäbe Silage. Ja, Silos haben Bug. Bug. Muss aber nicht an Silo an sich liegen. Von Castor, das kann auch sehr gut, weil es auch das Silo von Fat Acton betrifft. Ich habe noch nichts mal probiert mit Plattner Silo. Hier hätte ich für keinen Platz, das wäre ein bisschen eng. Vielleicht würde ich das hier oben so vorstellen, mit standardmäßig ein bisschen wegplanieren und dann das mal probieren. Wenn man mal, wäre an sich nicht verkehrt, für Gras kann man ja voll machen, ne? Oder ganze Silage, ne? Rein technisch gesehen testen, ne? Weil dann muss es auch bis zum Rand voll sein, ne? Sonst ist das irgendwie, ja. Jetzt geht der Produktionsinfo auch, hat er sich vielleicht, also der ging vorhin auch schon, aber vorher nicht. Ja, weil ich sehe so, Mais wird auf keinen Fall bis zum ja, Winter reichen, ne? Bis zur nächsten Ernte. Deswegen tendiere ich dazu, dass man entsprechend das ja mit der oder ich muss das Teil verkaufen. Also Problem macht. Der Traktor muss ja irgendwie trotzdem genutzt werden, ne? Ja, so eine Dinger sind schlecht. Ich meine, ich habe keinen Stress, weil mir eh Spiel ist, aber ich habe aktuell noch Crossing vor mir und und die hat am Samstag Probleme gemacht. Und ich wollte nicht da hängen und würden das am Samstag probieren und bis nicht mehr geht, ne? Aber dann hinten verschoben. Aber das Problem ist, ich war auch leicht erkältet. Ich hab doch noch dazu sagen, ne? Bin noch leicht erkältet, aber nicht mehr so tragisch wie jetzt vor 6 Tagen oder so. Bin da normalerweise nicht so empfindlich. Aber wenn es nicht geht, geht nicht, ne? Das ist irgendwie. Wenn der Körper nicht will, ne?
Der Geist ist wirklich, aber der Rest will nicht, ne? Ja, Kälber, neue Milch, ne? Ja, jetzt geht es darum, letztendlich Geld zu verdienen, um ja auch neue Felder zu kaufen, ne? Gäre ist voll, ja gut, okay. Also Lager ist ja, da muss man schauen. Ja. Muss ich schauen, ob das noch funktioniert, ne? Also unsere eigenen Wiesen brauchen noch nichts. Da muss man mal sehen, dass wir da erstmal zum Schnitt kommen, ne? So, was haben wir jetzt drinne? Geht aber wieder? Ja, okay, geht. Mist läuft, Mais ja läuft. Also voll ist jetzt Mist, ist gefüllt, Mais auch. Da war auch kein Mais mehr rein. Hier. Mais könnten noch. Mist passt auch. 35, 15, 15, noch 30. Ja, denk mal dreimal, ne? Ja, der Korb geht größer, das war zu machen, aber das ist zu schwer. Und dann wäre es schlecht, ne, wenn er ständig nach vorne kippt. Ich meine, ich kann auch noch Freitag, also morgen ist Donnerstag bei mir. Die Brüder wollen streiken. Ich kann es gar nicht finanziell, ne? Ich muss arbeiten. Ich würde ja auch selber ganz gerne mal ein bisschen Pause machen, aber in der Firma rumhängen und dann Urlaubstag dranhängen, wo wir nichts tun, ist auch blöd, ne? Bei meiner Arbeit ist es eh nicht so tragisch, also wie umbringen, also. Ich war so lange der Meister da, muss man was tun, ne? Also so durch. Spezielle Aufträge machen, die länger dauern. Geht schon. Wenn ich körperlich fit bin, erkältungstechnisch, dann geht alles. So, Nummer 2, jetzt wird man gleich mal schauen. Grasilage. Ne? Grasilage geht ein bisschen besser, weil da. Ob man das. Das theoretisch das Mais in Ballen zu pressen ist ein bisschen höherer Aufwand. Ein bisschen. Ob man das hier los reinkippen könnte, ne? Das Heulager so eigentlich weg. Und dafür noch ein weiteres Grasballen-Silage-Lager hin. Das Grasballen-Silage-Lager könnte ein bisschen, oder wollen wir sehen, das können wir noch bis dicht hier ranschieben, ne? Mal ein bisschen Platz optimieren. Ups.
gibt es ja neue Seitenkonsolen. Ich meine, ich finde das gut, dass wir hier entwickelt werden. Ne? Oh, Lenkräder. Über Lenkrad bin ich ein bisschen, naja, verwöhnt. Ich möchte jetzt ja ein Lenkrad nicht eintauschen, was im Prinzip nur auf Federbasis funktioniert. Ne? Das weiß ich jetzt nicht, ob das so ist. Ne? Aber Lenkrad müsste ich nicht neu kaufen, das ist Quatsch. Und die Seitenkontrolle ja auch nicht. Weil das, was ich dann gesehen habe, wird bei mir nicht funktionieren, weil ein Lautsprecher ist dann nicht, oder Mikrofon. Lautsprecher nicht, Mikrofon. Das wäre dann eher ungünstig, ne? Da überlege ich mir auch jetzt die nächsten drei. Ich mache ups. Tontrennmesser. Ja, nachdenken. Feldzeug ist fast fertig. Die Folge nicht. so. So, Gülle. Gülle kann euch warnen. Und er kann stehen bleiben. Er oder sie fährt noch. Meldet immer noch voll, ne? Lager ist voll. Nachgehr ist voll. Ja, ein paar Mal fahren kann er noch. Frage ist nur, ob er hier entsprechend voll ist, ne? Ja, ja, voll. Wenn wir alles selber fahren müssen, das wäre ganz schön Aufwand. So. Muss man nur schauen. Geht nicht viel rein. Das ist das ganze Problem. Sonst wäre das was Leichtes, ne? So. Bedüngen. Mineraldünger geht ja gut. Wisst man. Ich habe ja noch Dünger zu stehen, fällt mir gerade so ein beim Händler, ne? Der ist auch fast fertig. Ist fertig. Oh, dann schicken wir zurück zum Hof. Hof hat alles, ne? Höher schieben. Ist ein bisschen blöd, wenn man das dann nicht sehen kann. Ne? Nicht so gut. Den Kurs können wir ruhig löschen. Und nur Eis und Fahrzeug kommen, was er jetzt gedüngt hat. Ne? Der muss, wenn er leer ist, zum Händler. Jo. Wir sind 5:30 und dicht beim Hof, ne? So.
Ich weiß jetzt auch nicht genau, ob das andere funktioniert, ne, mit dem Flugkippen. Mal gucken. Wo befinde ich mich jetzt gerade? Welche Ecke? Ja, auf einer Wiese, ne? Oder sind da hier oben? Nee, doch nicht. Doch, doch. Bei meinen Werfeldern. Dann weiß ich Bescheid. Und das würde ich sagen, irgendwann mal, und das dauert noch. Bei Gerste muss ich aufpassen, dass man nicht so Silage haben möchte. Das muss bevor das reif ist, ne? Das ist dann sinnlos, ne? Muss ich ja vorgucken, im Juli, Juni. Ja, Juli ist schon zu spät, denke ich mal. Juni wird auch spät sein. Mal gucken, Mai. Und der Weizen kann ja ein bisschen länger bleiben, ne? Leben bleiben. So, wir müssen noch zum Händler und den Rest Dünger holen. Zwei Aufnahmen, na gut, mal schauen. Mal schauen. Aber 64 noch machen können, ne? Ja, die anderen drei mache ich dann morgen. Oder heute. Es müssen ja keine drei sein. Zwei machen es auch. Ich muss nur halt hoffen, dass nicht, dass das jetzt mit der Crossing funktioniert. Wenn das nicht funktioniert, dann weiß ich auch nicht. Dann bin ich ein bisschen ratlos. Weil es war 16% stehen geblieben und ich hätte vorher nichts groß verändert. Also ist nichts. Eins, was ich machen könnte, ist ja, Mods aktualisieren, was geht. Also von. Ansonsten weiß ich auch nicht. Oder einfach probieren, wenn jetzt hier das Ding aktualisiert ist, ne? Das, na, da schon. Die Erweiterung jetzt drauf wird, dass jetzt vielleicht deswegen klappen könnte. Ja. Zusammenhängen mit dem Patch. Aber normalerweise, wenn das nicht gekauft hätte, es hätte trotzdem den Patch bekommen. Ja, trotzdem gehen müssen, ne? Auch ohne die Früchte. Weil die Früchte sind ja den Augenblick völlig irrelevant, weil die nirgendwo auftauchen in der Berechnung, ne? So. Keiner. Oh, hier müsste mein Weizen sein, unsinnig. Ne, da noch nicht. In der Nähe. War auch richtig, doch, ich war richtig. Ja, schon, das soll schon heute gewesen sein. Ich sage schon Dank, dass ihr reinschauen. Ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Trotzdem werden wir spätestens weiter erfahren. Tschüss.